Angela Merkel ist neugierig, will entdecken. Und was ich auch besonders gut finde, sie ist so schön effizient. Eine Frau, die nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Und dann geht's an die Arbeit. Eine Frau, die einfach spontan auch auf die Menschen zugeht. Einfach ein guter Kumpel, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und insofern ist sie wirklich privat auch, soweit ich das von unseren Begegnungen beurteilen kann, eine tolle Frau und ein toller Mensch. Besonders an ihr schätze ist der unglaubliche Humor, der in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, aber wenn man im kleinen Kreis ist, ist der sowas von erfrischend. So wahr mir Gott helfe. Kein Land ist so gut durch die Finanzkrise gekommen wie Deutschland. Und das hat einen Grund, nämlich Angela Merkel. Sie hat gezeigt, dass sie es kann. Angela Merkel ist nicht nur für Deutschland die Richtige, sondern auch für Europa und darüber hinaus. Sie gibt Perspektiven für die Zukunft. Ganz, ganz wichtige Perspektiven. Seit sie Bundeskanzlerin ist, ist die Arbeitslosenzahl drastisch zurückgegangen, die Jugendarbeitslosigkeit halbiert worden, die Beschäftigtenzahl deutlich gestiegen. Und es gibt wohl keine Politikerin oder, wenn man das neutraler formuliert, keinen Politiker auf der europäischen, aber auch auf der internationalen Bühne, die ja so oder die so ein hohes Ansehen hat. Angela Merkel ist natürlich ein Stück weit auch Parteigeschichte geschrieben worden, auch Geschichte generell in Deutschland als erste Kanzlerin. Kann eine Frau Bundeskanzler? Also das war an sich schon immer eine unmögliche Frage, finde ich. Angela Merkel ist für uns Frauen ein Vorbild. Sie hat es mehr als bewiesen, wie hervorragend sie dieses Land leitet. Und allein deshalb verdient sie die Unterstützung von allen Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Frauen haben Themen nach vorne gebracht, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausbau der Betreuungsplätze, aber auch die Einforderung von Betreuungsgeld. Also ich finde, dass die Union die Frauenpartei Deutschlands ist. Wir haben unsere Bundeskanzlerin, wir haben zwei stellvertretende Parteivorsitzende, wir haben eine Reihe an Ministerinnen. Insofern, andere reden über Frauenpolitik, aber die wirklich wichtigen Entscheidungen, die treffen wir. Wir brauchen die Frauen. Tüchtige Frauen, kompetente Frauen, Frauen, die wissen, was sie wollen. Es geht am 22. September um die Zukunft Deutschlands, um nichts weniger. Es geht darum, ob wir auch künftig ein bürgerliches Land bleiben oder in eine linke Republik abdriften. Ich bin stolz darauf, mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten und mit ihr gemeinsam Wahlkampf zu machen, damit wir unsere Bundeskanzlerin behalten. Keine Experimente, würde ich jetzt mal sagen. Das gilt sowohl national als auch international. Und deswegen sollte sie am 22. September auch wieder mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ausgestattet werden. Es ist eine ganz großartige Sache, dass es die Union ist, die zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stellt. Und diese Bundeskanzlerin, Angela Merkel, soll auch weiter Bundeskanzlerin für Deutschland bleiben.